Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Mirror's Edge Catalyst. Hier ist euer Bombi von den Weaklingen. Und ich genieße, wie fast am Anfang jeder Episode, den unglaublichen Ausblick von diesem Spiel. Einfach viel zu schön. Nun gut, was mache ich in dieser Episode? Hört, hört, wer hätte es gedacht? Ich will den bisher noch letzten Grid League einnehmen. Grid Note, mein Fehler. Wie in den letzten zwei Episoden. Ich hoffe, das ist genügend Abwechslung. Ich werde dann nach dieser Episode zu 100% in der Story weiterspielen. Aber ich möchte dieses Schnellreisen. Das ist nur zu aller Gute. Kappa. Naja. Dann laufen wir da mal hin, ne? So. Hier sind auch diese K-Sec-Kameras, wo man nicht zu lange in deren Blick sein darf. Sonst wird man von der Kruger Security angegriffen. Muss ja nicht sein. Weil ich wahrscheinlich auch einfach weglaufen würde. I take the high road. Ich musste mich gar nicht abrollen. Hier musste ich mich aber abrollen. Hochgesprungen, abgerutscht. WFYO Finance. Das ist meine Bank, die kann ich euch empfehlen. Manchmal denke ich, dass diese fliegenden Dinger hier Grid Leaks sind. Und ich möchte natürlich alle einsammeln. Für die EP. Oh, das ist der Kran, den mal zurechtgerückt wurde. Ah ja, jetzt sind wir wieder in diesem Baugebiet. Das sind ja immer wieder andere Ortschaften. Ich bin gespannt, wie hier die Gridnote-Mission ist. Schließlich habe ich jetzt schon... Oh, was war denn das? Faith! Ach komm schon. Bitte, das kannst du besser. Hey, das muss gehen. Ha! Ich wusste, dass es geht. Bisschen gleich rüberrutschen, spart man sich Weg und abrollen. Oder auch nicht. Naja, hier ist dieses Secret, wo ich nicht weiß, wo es ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, hört man es piepsen. Oder doch nicht. Auf jeden Fall habe ich es noch nicht gefunden und ich... Ich habe jetzt auch ganz in diesem Moment keine Lust, das zu suchen. Denn ich will zum Gridnote. Der Gridnote ist der Boss. XP. An Free EP kann ich leider nicht vorbeilaufen. Das geht einfach nicht. Das ist... Wie so ein Tick. Es geht einfach nicht. Ganz am Anfang von den Let's Play habe ich ja teilweise Missionen nicht geschafft, weil ich mir eingebildet habe, ich müsste jetzt hier noch die IP einsammeln, obwohl es hier auf Zeit geht. So, interessant. Ich glaube, ich bin hier auch noch nie hochgeklettert. Run, Faith! Run! Schneller! Ich wollte keinen Wallrun machen. Wollte eigentlich nur abhüpfen. Der Wallrun hat mich gerade getötet. Erster sinnloser Tod. Hoffentlich wiederholt sich das nicht so oft.
Vielleicht sollte ich auch einfach nicht ganz hochklettern und ja. Habe ich es mir gedacht. Manchmal ist der einfache Weg der bessere. Ist interessant, ich war hier noch nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern würde. Oh, hier sind gar keine Grid Leaks oder ähnliches. Und los geht's, Boys and Girls. Die Projekte. Gridnote, die Projekte. Das sieht gleich anders aus. Kommt mir entgegen. Ich will ja nicht immer nur dasselbe spielen. Selbst der Gridnote-Raum sieht aus, als wäre er noch unter Konstruktion. Okay, das CCU-Terminal. Ich muss anscheinend hier über den Kran irgendwie dorthin gelangen. Ah, das sieht ja einladend aus. Und die Einladung nehme ich dankend an. Okay, Objekt heranziehen. Und perfekt hingedreht. Faith weiß halt, was sie tut. Ich weiß, was ich tue. Entschuldigung. Okay, wie sieht denn das hier aus? Okay, ich muss dann darüber. Und da ist wieder Timing gefragt, so wie in der vorletzten. Grid Note. Komm schon. Oh Mann. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh Gott. Faith. Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Bleibt es jetzt noch länger draußen oder? Also es piepst, aber ist es noch da? Okay, jetzt. Okay. Nice, Boys. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay. Ich hab's verstanden und weiter geht's. Aber anscheinend sind die gar nicht auf Zeit, die Dinger, die ich rausziehe. Ich jetzt da hoch, aber das nützt mir glaube ich nichts. Hier rüber. Ein schmaler Grat. Nicht fallen, Faith. Nicht fallen. Hey, wie soll ich darüber kommen, ohne den Laser zu berühren? Kann mir das einer verraten? Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich hätte nicht dran geglaubt. Ich sollte mehr an mich glauben. Ich kann alles. Ich bin König der Welt. Dahinter oder darüber? Ich nehme mal das. Okay. Ich komme da wahrscheinlich anders hoch. Aber ich schaue jetzt doch erst dahinter. Hat mich überredet. Ja, und hier ist ja auch schließlich der Marker. Also. Oh. Oh. Aua. Ein Kühlraum oder ähnliches. Oh. Ich wäre jetzt fast schon wieder in meinen Tod gerannt. Ich hätte erst da hinten durchlaufen sollen.
Okay. War die falsche Wand? Da kann ich aber hoch. Hey, ich kann das rausziehen, aber ich muss darüber. Ach, ich vergesse immer, dass das nicht auf Zeit ist. Das war in dem vorletzten Gridnode schon. Das benutze ich als Wallrun. Not even close, baby. Not even close. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, das ist aus Simpson, diese Aussage. Ich bin der König der Welt. Und dann passiert irgendwas so. Karma is a bitch und so. Ich denke, das ist aus Simpsons. Wer weiß, woher dieses Zitat ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ja, also zwischendurch könnte ich ja auch mal erwähnen, wenn euch gefällt, was ihr seht, könnt ihr gerne liken und subscriben. Wir haben sehr viele ähnliche, also sehr viele unterschiedliche Let's Plays, aber wir haben vor allem Let's Plays. Und wenn euch es gefällt, könnt ihr ja mal gerne öfters vorbeischauen. Zum Beispiel beim Praktikanten Tommy, dem Weakling-Praktikanten Tommy. Oder beim Wuchs. Oder doch beim guten alten Gary. Wenn er mal wieder seine künstlerische Ader uns demonstriert. Oh mein Gott. Oh, ist das geil. Oh. Gott. Oh Gott. Und. Nice. Sau cool. Sau cool. Ich kann nur sagen. Sehr eindrucksvoll. Gefällt es immer sehr gut. Ich habe ein Upgrade. Ich habe einen Upgrade-Punkt. Dann lass doch upgraden. Kampf, was ist hier? Das hier? Leichte Übergangsschaden erhöht. Von oben? Schwerer Übergangsschaden. Ja, das ist ja jetzt irgendwie lame. Ich nehme die verbesserte Zerstörung. Dann ist es auf Max, dann ist es erledigt, das ist jetzt vom Tisch. Dann kann ich das, schließe die Geschichte ab, okay. Okay. Mache ich das halt, dann gehen wir gleich mal auf die Karte und schauen, was wir als nächstes machen. Hier ist wieder ein Werbedisplay. Wir können, glaube ich, sogar noch zwei in dieser Episode machen. Dann sehe ich vielleicht auch mal... Können auch vielleicht noch ein Rennen machen. Schauen wir mal. Aber ich muss sagen, ich habe hier die Projekte, also die Ortschaft Projects, noch nicht viel erforscht. Und deshalb mache ich das jetzt tatsächlich gerne, um mal die Ortschaft ein bisschen besser kennenzulernen. Hier sind auch überall noch Grid Leaks und P-Boni. Alles klar. Da sind meine Worte ja jetzt für die Ewigkeit. Soweit würde ich nicht gehen. Wer hat mein Fahrzeug gefunden? Genauer gesagt hat Firebird es gefunden. Sie schließt den Firebird. Danach ist die Kohle weg. Schon okay. Die Vorräte haben wir, oder? Ja, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, überhaupt keine Reserven zu haben. Es war von Anfang an klar, dass es ein Wagnis wird. Ja, hast du schon gehört, diese Faith, die den Impfstoff geklaut hat? Was ist mit ihr? Sie sitzt in Jugendhaft. Hat ein Jahr gekriegt. Ein Jahr? Das geht ja nicht. Die reden über mich. Jemand mit Macht. Ansonsten hätte man sie direkt in die Quelle oder eine Kugel verpasst. Ich höre es piepsen. Ja, hätten sie mir gleich eine Kugel verpasst, das wäre irgendwie uncool gewesen. Dann könnte ich jetzt ja gar nicht Mirror's Edge spielen. Es juckt mich. Liebe Zuschauer, ich muss unbedingt diese Grid Leaks einsammeln. Es nützt nichts. Ich kann nichts dagegen tun. Das ist wie ein Tick. Ich sehe die und ich muss da hin. Ich weiß nicht, ob ihr das
nachvollziehen könnt. Für mich klingt es jedenfalls sehr logisch. Nun gut, hier ist jetzt nichts mehr, dann gehe ich wieder zurück. Was piepst hier? Ich wette da oben. Ja, da oben. Das liegt tatsächlich unter den Laufplattformen. Ist das euer Ernst? Oh mein Gott, ich sehe es. Nein, nein. Oder? Nee, Entschuldigung, ich muss da jetzt nochmal hinter. Ich muss mir das anschauen. Oh, würde ich mich nicht so anstellen? Muss man da echt über den Metallbalken komplett drüber rennen? Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Mich da ran? Oder? Nee, die wird sich dann hier schwingen. Am Seil entlang, meine ich. Ja, das wollte ich nicht. Aber liebe Zuschauer, ihr seht es. Oh Gott, hier wimmelt's von diesen Dingern. Paradies! Ich habe das Paradies gefunden, Jungs. Und Mädels. Tut mir leid. Tut mir so leid. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Wie schon ein weiser Inder im Paulaner Biergarten gesagt hat. Ja, da sieht man mal, dass ich hier noch überhaupt gar nicht erforscht habe. Hier ist ja ungefähr noch alles voll mit EP. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hinlaufen soll. Hier lag was. Habe ich gesehen. Ja. Können wir uns noch eine Audiomitteilung anhören? Mich, wer da jetzt genau redet. Ich weiß nicht genau, wer da redet, aber die scheinen anscheinend auch zur Resistance zu gehören, sonst müssten sie ja keine Angst haben vor Krugersack. Aber diese kleinen Schnipsel immer wieder mal zu hören, das macht schon Laune. Bisschen Hintergrundstory auch mitzukriegen, mitzubekommen. Jetzt hier keine. Ah, da ist noch eins. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, aber ich kann die nicht einfach rumschweben sehen. Ich muss dahin. Nützt nichts. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu langweilig gewesen. Ich nehme jetzt die Werbeplattform ein. Was soll das? Das war eigentlich mein... Oh, da ist immer noch dieser Ding. Kann man hier hoch? Oh mein Gott! Oh! Oh! Vorsichtig! Vorsichtig, Faith. Jetzt bin ich hier schon wieder unten. Das gibt's doch nicht. Also komme ich leichter hoch. Nein, da rutscht man. Oh Mann, also man muss von da hinten hoch. Kann man hier laufen? Wie kann man laufen? Das ist ja interessant.
Was ist denn jetzt hier los? Ich kann nicht hoch, ich kann nicht runter. Oh mein Gott! Ich sag's euch. Muss ich hier doch noch mal reinschauen. Okay, ich lasse es. Ich gehe jetzt dahin. Wie? Hab's euch versprochen. Ich versuche, meine Versprechen zu halten. So, jetzt habe ich das hier runtergerissen, aber... Es ist doch nicht dieses Ding gemeint, aber ich muss da oben hin. Wie komme ich da hoch? Ja, klar, ich fliege, also laut der Runner Vision Wolke fliege ich da jetzt einfach hoch. Ja, ist klar. Ja. Also fliegen habe ich leider noch nicht gelernt. Oh mein Gott. Oh, das wäre fast wieder ins Auge gegangen. Ah, ich hab's gesehen. Echt jetzt? Doppelter Wallrun. Nice. Also, dass mir die Runner Vision das nicht anzeigt. Okay, das wäre ja auch voll die Spaßbremse gewesen, sozusagen. Okay. Wie soll ich das... Ich dachte, die hält sich da fest. Naja. Okay, ich glaube, ich muss hier wieder anfangen. Doppelter Wallrun, kein Problem. Ich versuche jetzt hier einfach weiter zu klettern. Vielleicht macht sie es ja. Nein? Wirklich nicht? Hält sie sich hier irgendwo fest? Auch nicht. Das war zu niedrig und ich habe mich wieder nicht abgerollt. Das wird ja wohl machbar sein. Das wird ja wohl machbar sein. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Das geht nicht. Jetzt geht's plötzlich! Ja! Okay. Nein, jetzt sag bloß. Es ist auf der anderen Seite. Echt? Oh Mann. Kann ich da hochklettern? Nein, vielleicht. Aua. Und wie komme ich auf die andere Seite? Ey, Leute, das ist echt knifflig. Ich dachte jetzt, ich mach hier mal schnell noch so ein, Plakat, aber... Anscheinend irgendwie hoch... Wie kommt man da am besten hoch? Stelle ich mich bloß an? Ist machbar? Komm ich da irgendwie anders hoch? Glaube nicht. Oh je... Das muss doch machbar sein. Pretty please. Nein, ich... Ich hab springen gedrückt. Wenn es so weitergeht, muss ich hier die Episode unerfolgreich beenden. Das kann ich... Geht ja nicht. Oh Mann. Naja, ich gebe mir selber noch ein paar Minuten. Das gibt's nicht. Und hier geht's nicht weiter. Ich kann nicht abhüpfen.
Und ich erreiche das nicht, das gibt es nicht. Okay. Okay, liebe Zuschauer, bevor ich jetzt hier einfach sinnlos an einer Stelle die ganze Zeit rumhüpfe und rumkrieche. Oh mein Gott, ich starte. Wurde hier wieder hingesetzt. Bevor ich jetzt ständig sinnlos sterbe. Oh mein Gott. Beende ich diese Episode. Versuche dieses Plakat nicht nächste Episode, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Wie auch immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, bitte like und subscribe. Genießt nochmal zum Abschluss die schöne Aussicht. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Bombi von den Weaklingen spielt Mirror's Edge Catalyst. Macht es gut, bis bald.